Wenn wir heute Feuer brauchen, reicht meistens ein Griff in die Hosentasche und wir haben Feuerzeug in der Hand. Ist es dunkel zu Hause, dann gehen wir einfach zur Wand, drücken auf den Schalter und das Licht ist an und es wird hell. Und wenn wir Hunger haben, machen wir den Kühlschrank auf und kriegen was zu essen. Das war vor 10.000 Jahren ein bisschen komplizierter. Das zeigt uns das Spiel Far Cry Primal. Da müssen wir das alles noch selber machen. Und wie man das dann richtig selber macht, das zeigt uns Holger Junker. Er ist Experimentalarchäologe und er weiß zum Beispiel auch, wie man solche Dinge hier baut. Das soll ein Messer sein? Nein! Das ist ein Messer, zumindest vor 10.000 Jahren. Dieses Messer ist aus welchem Material, Holger? Das ist Feuerstein. Feuerstein, ja. Okay. Das sind die großen, oder was? Genau, die Knollen, die wir hier haben. Daraus macht man Klingen. Okay, ja. Wie funktioniert das? Du brauchst als erstes erstmal einen schönen Feuerstein. Mhm. Diesen hier. Und dann wird das Werkzeug, die Klinge, wird da abgeschlagen. Du brauchst dazu einen anderen Stein, einen Schlagstein, Granit, Quarzit. So ein. Schön rund, der ist fast viereckig, weil damit schon ganz lange geschlagen worden ist. Kann man gut dran erkennen. Und dann wird das Messer hier abgeschlagen. Also jetzt mit dem Stein einfach schräg nach außen. Schräg nach außen. Ich werde auch gleich mal meine Augen schützen, man weiß ja nie bei dir. Okay. Aha. Ein bisschen klein. So. Sehr schön. Jetzt haben wir da ein Pracht, eine schöne Stelle. Und jetzt hast du, ich würde sagen, das würde ich als Klinge nehmen und hier außen ein bisschen stumpf machen. Nicht zu viel stumpf machen, man kann immer noch nacharbeiten. Ja. So, und jetzt halten wir mal stramm hier, Spannung. Okay. Und die Butter. Sehr gut. Wunderbar. Unglaublich. Das war einfach. Ja, easy. Ist das Feuermachen auch so einfach? Ah, da gehen wir gleich mal raus. Das wollen wir mal zusammen uns anschauen. Okay. Ganz schön kalt draußen, deswegen, ich habe meine schöne warme Jacke. Das war vor 10.000 Jahren ein bisschen anders, glaube ich, mit den Klamotten, ne? Ja, Leder hauptsächlich. Das, was wir wissen, erhält sich sehr, sehr schlecht. Ne? Das, was wir finden, sind indirekte Nachweise von Kleidung. Wie zum Beispiel, guck mal her, bei dieser Rekonstruktion nachgebauter Kleidung. Hier sind Knochenperlen draufgenäht, Tierzähne. Sowas findet man in den Gräbern der Menschen auch in Mustern angeordnet, auf den Skeletten liegend. Okay. Ist jetzt aber eher sowas für sonntags, um mir auch ein bisschen zu verspielen. Ist hier ein bisschen, neckisch. Ich habe genau das Richtige, deine Kragenweite, Kontraktionsgröße 181. Ja, 181, sehr gut. Ja. Okay, die einen sagen Flocati, die anderen sagen Mantel. Ja, super, wunderbar. Nehme ich. Ja, geh mal her. So. Ja, wunderbar, da bleibe ich schön warm. Ja, der Geruch ist auch super. Ist super, herrlich, ne? Wir haben hier ein Steinzeitfeuerzeug quasi aufgebaut. Ja. Holger, was genau braucht man für Feuer? Dazu brauchen wir als erstes mal einen Feuerstein, ein Brennmaterial und jetzt brauchen wir irgendwie Eisen. Eisen als Material ist in der Steinzeit unbekannt, aber es gibt natürlich eisenhaltige Steine, wie dieser hier. Das ist Katzengold. Wenn man jetzt diesen Feuerstein auf das Katzengold schlägt, dann passiert etwas. Ich werde das mal eben demonstrieren. Und jede Rauffahne ist ein kleiner Funke, der dort entsteht und nach unten fällt. Er ist sehr klein, er glüht aber unheimlich lange und sehr, sehr heiß. Etwas, was ziemlich leicht zum Glühen zu bringen ist, was auch idiotensicher ist, also uns beiden sehr entgegen. Das hier. Es ist Schilfrohr. Rohrkohl. Ah, okay. Ja, genau. Das Innere quasi rausgeschnitten. Dieses fluffige Braune, diese gerade Wurst am Stiel. Genau. Okay. Das legst du auf eine Unterlage. Ein Stück Birkenrinde geht ganz gut. Kannst auch Leder nehmen, flacher Stein, irgendwie. Also irgendwas, was flach ist und feuerfest. Was du in die Hand nehmen kannst. Und jetzt? Sehr gut, ein bisschen tiefer. Oh, da ist was abgebrochen. Tiefer, ja. Kein Problem, das kann immer mal passieren. Das ist ganz schön anstrengend. Oha. Ich glaube, mein Feuerstein ist kaputt. Irgendwie. Meinst du? Ja. Soll ich mal versuchen? Probier du das mal. Ja? Ich glaube, du bist da auch geübter. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich fange mal an zu schlagen. Immer mal gucken, ob vielleicht heimlich was glüht. Da glüht, also zumindest qualmt es. Das sieht deutlich besser aus jetzt. Wir haben hier 5 kleine Glühpunkte. So. Okay. Jetzt baust du hier ein kleines Nest. Da setzt du einfach hier dieses wunderschön glühende
Und dann die Hitze durchpusten, quasi auf die Späne übertragen. Immer mehr Sauerstoff. Da müssen so 500, 550 Grad ungefähr entstehen. Okay. Wenn der Rauch eine gelbliche Farbe bekommt, dann sind wir kurz vor Erscheinen einer Stichflamme. Dann heißt das Sicherheitsabstand, ne? Gut. Alles klar, so der Qualm wird schon stärker, ist aber immer noch weiß. Jetzt sehen wir schon, der Qualm wird gelblicher. Da war schon so ein bisschen Gelb mit drin auf jeden Fall. Jetzt riecht es halt mehr nach Lagerfeuer tatsächlich. Und da ist die Stichflamme. Da haben wir es. Das heißt, ja, so ein brennendes Knäcke, wenn du so willst. Ja. Wichtiger Bestandteil bei Far Cry Primal ist das Jagen von Tieren. Denn man braucht Felle, man braucht Knochen zum Basteln. Und Fell, ich war gerade mal im Neandertal unterwegs, ein Wildschwein habe ich mitgebracht. Ja, und genau das und einen Controller brauche ich. Ich muss zwei Tasten drücken und schon habe ich daraus einen Beutel gemacht. Mhm. Ist echt ein bisschen anders, oder? Ist ein bisschen aufwendiger. Ja, du müsstest die Tierhaut vorbereiten erstmal. Haare vielleicht runterschaben. Ne? Du hast ja, wir haben da schon mal was vorbereitet. Mhm. So, das haben wir. Ja, hier. Zack. So. Wie wird daraus jetzt ein Beutel? Ja, irgendwie so, ja. Die Idee ist gar nicht schlecht. Vom Prinzip her bist du sehr nah dran. Du schneidest dir im Idealfall irgendwas Kreisförmiges aus. Mhm, ich gebe dir ein bisschen Hilfestellung, weil ich weiß, ein Kreis ist schon eine Herausforderung. Holzkohle hier, ne, aus der nächsten Feuerstelle. Oder wollen wir jetzt mal, du weißt, wenn ich nichts weiter weiß, male ich mir einen Kreis. Ich gehe mal einfach hier so ein bisschen einfach so rum. So, jetzt hier noch ein bisschen. Irgendwann wurde dann zum Glück der Zirkel erfunden, dann wäre der Kreis auch rund. Wir könnten jetzt eine Schnur noch dran. Ich finde das gar nicht schlecht. Okay. So ein wurstförmiger Beutel. Mhm. Du kannst ja gleich mit deinem Feuersteinmesser gegenarbeiten. Alles klar, okay. Gut. Das einmal bitte zurechtschneiden. So. Einfach entlang der Linie ausschneiden. Wenn man etwas daneben kommt, wird es nicht mehr ganz so rund. So. Das wäre die eine Seite. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir hier noch die andere Linie. Ist natürlich immer fatal, wenn man es direkt auf den Oberschenkel legt. Ja, richtig. Aber der ist aus Stahl, da passiert nichts. So. Und dann haben wir hier auch ein bisschen rund geschnitten. So. Ja. Du hast fast einen Kreis. Sehr schön, ich finde das eigentlich ganz gelungen. Und okay. Jetzt musst du jetzt hier rumlaufende Löcher irgendwie reinbekommen, um eine Bandschlaufe durchzuziehen. Mhm. Guck mal, einmal zusammenhalten, hier ziehen und dann einfach von oben reinarbeiten. Dann hast du ein Loch. Ich denke, du hast verstanden, wie es geht. Ja, ich glaube, einmal komplett rum. Ne? Das Mikro. Genau, ja, okay. Mach mal weiter. Ich muss dazu sagen, das ist im Spiel deutlich einfacher und geht auch ein bisschen schneller, aber... Ich halte mal so, mit gegen. Ein bisschen stramm halten. So, und dann hier in den Knick quasi reinschneiden. Genau. Ah, und dann habe ich einen. Merkst du, wie das Leder, dadurch, dass du es faltest, dem Messer ordentlich Widerstand bietet? So kannst du vernünftig arbeiten. Krasser. Das ist schon anders, als vorhin das Leder ohne Kniff zu machen. So, und jetzt das nächste. So, den abschließenden noch und zack. Das machst du wunderbar. Großartig, perfekt. Einmal überall rundherum Löcher reingeschnitzt. Wie geht's jetzt weiter, Holger? Wir brauchen jetzt irgendwie ein Band oder ein Riemen, ne? Da nehmen wir am besten auch mal Leder heute. Jetzt wirst du das einfach hier durch das Leder abwechselnd durchziehen, durch die Löcher. Okay. Ja. Genau. Also, ne? So von... So. Genau, und da wieder durch. Okay, und dann da durch. Jetzt sind wir hier durch die letzte Schlaufe. Mhm, ja. Oh, und? Wer sind Yves Saint Laurent oder Gucci? Holger und Tobi können bessere Taschen bauen. Dieser wunderbare Allerdings, Beutel, ja. Original Steinzeit, passt eine Menge rein. Und diesen praktischen Beutel, vom Design her traumhaft, könnt ihr gewinnen. In die Kommentarleiste müsst ihr uns einfach nur schreiben, warum ihr diesen Beutel braucht. Und wir legen noch was rein, würde ich sagen. Ne? Ja, Beutel ist ja, zieh mal vom Leder. Ne? Zieh mal vom Leder. Far Cry Primal. Ihr dürft euch aussuchen, für welche Plattform. Packen wir in den Beutel rein. Und das alles zusammen bekommt ihr nach Hause. Wenn ihr uns schreibt, warum er den Beutel braucht. Vielen Dank, Holger. Du hast mir sehr eindrucksvoll bewiesen, wie hart das Leben in der Steinzeit war. Aber ich weiß jetzt, wie ich Feuer mache. Ich kann Beutel basteln und vor allen Dingen mir auch ein Messer selber machen. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal raus hier ins Neandertal, suche mir einen netten Platz
wo ich überleben kann. Und wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich vielleicht einfach zu den Freunden vom Neandertal-Museum, denen ich auch danken möchte, die uns hier alles ermöglicht haben, dass wir hier drehen konnten. Holger, leg Dankeschön. Los. Bis Gerne. Bald. Ne? Tschüss.